Platz 1. Und damit der Gewinner des heutigen Abends. Der eine Weltsong 2019 stammt von... Auch wenn es hier ein bisschen nach Berlin aussieht, hier mit dem Trabi und der Berliner Mauer, bin ich heute nicht in Berlin, sondern in Bonn. Und zwar im Basecamp. Das ist so ein ziemlich cooler Indoor-Campingplatz. Und hier findet heute die Hauptjury-Sitzung des Dein Song für eine Welt-Contest statt. Die 5 Finalisten des Vorentscheids werden heute das erste Mal vor Publikum auftreten. Und im Anschluss werden die Gewinner bekannt gegeben. Hi, ich bin Jamie Lee, ich bin Sängerin, man kennt mich vielleicht von The Voice of Germany oder vom Eurovision Song Contest und ich durfte heute hier ein paar Kandidaten coachen. Bei Alina und Mika hat mich überrascht, wie professionell sie sind, aber sie haben tatsächlich auch schon ein bisschen Erfahrung, indem sie selber in ihrem Studio aufnehmen. Aber das war schon ziemlich cool, wie leicht es war, mit ihm zu arbeiten und wie schnell sie Tipps angenommen haben. Am meisten unterstützen konnte ich die beiden bei der Performance. Ich konnte ihnen so Tipps geben, wie man ja, das Publikum so ein bisschen mit einbezieht, einfach nur mit Blicken, dass man nicht die ganze Zeit auf den Boden guckt, was man macht, wenn der andere seinen Part hat, dass man nicht so ausgeschlossen ist, dass man permanent in dem Gefühl des Songs einfach drinsteckt, dass man das auch vermittelt. Ich bin Sebastian Tomaszewski von der Band Banda Internationale, bin dort Gitarrist und Sänger. Was mich überrascht hat, ist, dass sie politisiert sind, das finde ich schon mal ganz gut, dass sie gewisse Themen behandeln, die sie einfach selbst bewegen, sich damit kreativ, künstlerisch auseinandersetzen. Das finde ich gut. Ich denke, dass ich zusammen mit Oskar von Kafka den Jungs am besten helfen konnte, so etwas wie eine Bühnenpräsenz, dass man diese aufbaut, dass man weiß, wenn man etwas zu erzählen hat, dass man auch die Leute tatsächlich anspricht. Als ich 12 war, habe ich noch nicht mehr Gitarre gespielt und die spielen richtig gut, also sind gute Musiker. Ne? Mein Name ist Kevin, ich komme von Backspin, das ist das älteste noch aktive Hip-Hop-Magazin in Deutschland. Ich habe heute Morgen ein Mediencoaching gehabt mit den ganzen Teilnehmern des Finales hier beim Eine Welt Song Contest. Und es ging darum, es sind ja Kinder zwischen 10 und 25 Jahren, die so ein bisschen auf die Interviews auf der Bühne vorzubereiten, die sie ja dann nach ihrem Auftritt halten werden. Viele von denen kennen das nicht und da kann man viele kleine Fehler machen, sei es die Körperhaltung oder auch, dass man nicht auf Fragen eingeht. Und da habe ich versucht, sie so ein bisschen vorzubereiten und sie zu fragen, worum es denn überhaupt in ihren Songs geht und was ist ihre Message, denn die wollen sie ja heute nicht nur auf der Bühne in ihren Songs, sondern auch in Interviews verbreiten. Ich bin Melan, ich bin Sängerin, schon seit 4 Jahren mit einer Band Freefall unterwegs und ich bin heute hier, um 2 wundervolle Mädels, Hadaya und Jamila, zu coachen und supporten und einfach für die da zu sein. Stopp, darauf haben wir keinen Bock. Hör mir zu, ja, geht das in deinen Kopf? Denn besser du glaubst mir, jede fühlt sich selber hier, will dir sagen, mein Körper gehört mir, mein Körper gehört mir. Am meisten hat mich tatsächlich deren Text überrascht, mein Körper gehört mir. Der ist so aussagekräftig. Ich habe mir gedacht, als ich in dem Alter war, da war ich bei Weitem noch nicht so weit, das so klar zu haben oder darüber so zu sprechen, wie das halt heute ist. Und deswegen bin ich super stolz, dass man sehen kann, dass die Generation von heute auf jeden Fall sehr viel mehr drauf hat, als wir, glaube ich, oder viele denen zutrauen. Ich glaube, dass Contests wie dieser heute wichtig sind, weil es A zeigt, dass sich junge Menschen durchaus mit Themen globaler Entwicklung auseinandersetzen, mit den Problemen, die
wir haben dem Problem, die sie nicht verursacht haben, sondern ihre Elterngeneration und die Generation davor und davor. Und sie müssen das jetzt sozusagen ausbaden. Das zeigt durchaus, dass sie merken, dass sie betroffen sind. Seien es klimapolitische Dinge oder auch gesellschaftliche Themen wie Body Positivity, das auch heute thematisiert wird. Man merkt, dass es an denen nagt, dass sie damit zu tun haben, dass sie sich Sorgen um ihre Zukunft machen und dass sie irgendwie die Chance wittern, dass sie etwas ändern können durch ihre Kunst. Und wenn sie damit Leute erreichen können, umso besser. Und du hast hier das Ergebnis. Hier drin steht, bitteschön, wer ist der Sieger des heutigen Abends? Wer hat den einen Weltsong 2019 geschrieben? Das Ergebnis ist hier und ich hol's euch raus. Platz 1. Und damit der Gewinner des heutigen Abends. Der eine Weltsong 2019 stammt von Birdemore! Atemberaubend, ehrlich, das Gefühl ist gerade so legendär. Unnormal, auf jeden Fall. Ich frage mich seit Jahren, ob nicht mehr in dieser Welt steckt. Musik den Palästen, Frieden den Weltfesten. Gegensatz zieht sich wieder an. Weiße Tauben ziehen übers Rahmen, schwarze Rand. Kiesrang kenn ich, aber